Liebe Zuschauer von Digitalfernsehen TV, willkommen auf der IFA 2010. Wir befinden uns hier am Stand von Panasonic. Die Pressekonferenz ist gerade zu Ende. Wir sind jetzt im Gespräch mit Herrn Ralf Hansen, dem Unternehmenssprecher von Panasonic Deutschland. Herr Hansen, welchen Stellenwert nimmt 3D bei Panasonic ein? Ich glaube, Sie sehen es hier auf unserem Stand. Etwa 50-60% des Standes hier draußen wird von 3D getragen. Und wir fangen an bei der Aufnahme in 3D, also dem 3D-Camcorder, den es übrigens jetzt auch für normale Konsumer gibt, über den Professional-Bereich, hin zu den Heimkino-Anlagensystemen, bis hin zu Fernsehern jeglicher Größe von 42 Zoll, was ungefähr 1 Meter ist, bis hin zu 152 Zoll, also 3,90 Meter Bildschirmdiagonale, alles in 3D. Dabei handelt es sich ausschließlich um Plasmafernseher. Warum ist denn der Plasmafernseher so gut geeignet für die 3D-Darstellung? Bei 3D müssen Sie praktisch 120 Bilder, 60 für das linke Auge, 60 für das rechte Auge, abwechselnd, natürlich nicht hintereinander, pro Sekunde darstellen. Dazu brauchen Sie Fernseher, die extrem schnell sind. Und das sind Plasmafernseher. Im Vergleich zu anderen Technologien sind Plasmafernseher eben in der Lage, 60 Vollbilder für das linke, 60 Vollbilder für das rechte Auge in Full-HD-Auflösung in einer Sekunde darzustellen. Die eben auf der Pressekonferenz präsentierten 3D-Camcorder, wann kann der Kunde die denn im Laden kaufen? Der wird jetzt nach der Messe verfügbar sein, der kommt im September auf den Markt zum Preis von 1500 Euro. Er wird eine Vorsatzlinse haben, sodass Sie also praktisch einen 2D-Camcorder haben. Das trifft übrigens auch für die Fernseher zu, die ein hervorragendes 2D-Bild machen, nicht nur ein 3D-Bild. Der Camcorder ebenso ist ein 2D-Camcorder, der aber einen Vorsatz hat, sodass er auch 3D-Bilder aufnehmen kann. Was zeichnet den Plasma im 2D-Betrieb im Gegensatz zur LED-Konkurrenz noch weiter aus? Also wir bieten auch LCD-Fernseher an, wir bieten auch die LCD-Fernseher mit LED-Rahmenbeleuchtung, also Edge-LED an, die natürlich vom Design her sehr schön sind, weil man sie sehr schmal bauen kann. Die Plasmatechnologie ist aber, wie schon gesagt, sehr gut dazu geeignet, schnelle Bewegungen darzustellen, viele Bilder pro Sekunde darzustellen. Da ist sie der LCD-Technologie einfach überlegen. Und deswegen sagen wir, für 3D ist Plasma mit Abstand die beste Technologie. Und das zeigen ja auch die ersten Tests. Also der 50 VT20 ist seit dem Frühjahr am Markt, hat zahlreiche Tests auch gegen Wettbewerbsmodelle, ich denke mal, sehr gut gemeistert. Ist eigentlich mit hoch dekoriert, auch von der EISA jetzt übrigens ausgezeichnet als Fernsehgerät des Jahres. Und insofern sind wir da ganz zuversichtlich, dass Plasma hier in der 3D-Technologie wieder, was heißt wieder, ein Revival erleben wird. Denn es gibt ja nicht mehr so viele Plasma-Hersteller. Die meisten produzieren LCD, das ist einfacher in der Produktion. Aber Plasma ist eben besser bei der Reproduktion von schnellen Bewegungen wie Sportbildern und eben auch Gamingbildern. Deswegen auch die Kooperation mit Ubisoft, die wir hier gerade angekündigt haben. Gerade fürs Gaming braucht man schnelle Darstellungen. Und dafür ist eben die Plasma-Technologie auch bestens gerüstet. Alles klar, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Und Panasonic hält weiterhin an der Plasma-Technologie fest, um den perfekten 3D-Eindruck zu erzeugen. Wir verabschieden uns nun und hoffen, Sie bald wiederzusehen.